Ich weiß nicht, ob die Feinde immer wieder neu auftauchen, also... Ich glaube mal fast nicht, oder? Nein, hier waren wir glaube ich nicht. Was heilen? Wie... Ja, komm, da heilen wir uns nochmal. Wir schauen uns erstmal hier weiter um. Ich weiß nicht, ob die vielleicht irgendeine Schwachstelle haben oder sowas. Also wo wir vielleicht mehr Schaden machen wie, keine Ahnung, Kopfteil, falls es so etwas gibt bei der Maschine. Achso. Da würde ich sagen, warte mal, hier waren wir nicht drin. Ah, von der anderen Seite verschlossen. Okay, da gehen wir erstmal hoch. Alter, das nervt mich echt. Das hat's mir schon zweimal erzählt. Hö, kann ich verbunden werden? Und das nervt dann immer weiter. Ich muss das mal deaktivieren, solange das jetzt nicht, funktioniert mit den Internets. Ich weiß nicht, was die PS4 da für Probleme hat. Das ist seitdem ich auf die PS4 Pro abgedatet habe. Aber zugegeben, davor war ich kaum online. Also mit der PlayStation. Ja, komm, da gehen wir hier runter. Okay, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Also zumindest die Trucks habe ich noch nicht gesehen. Okay, diesmal gehen wir mal ein bisschen weiter weg wieder. Okay, wir haben gar nicht mal ganz so viel Pro-Bomben. Ah, okay. Ah, okay, jetzt sind wir hier. Das ist das, wo gesagt wurde, ja, hier, du kannst das freisprengen, oder? Da sind wir, glaube ich, von hier gekommen, oder? Ist das das? Obwohl, warte mal. Ach, hier können wir auch nicht öffnen. Doch, ich glaube, das ist das. Ja, stimmt, hier ist das Teil, wo wir die ganzen Behälter zerstört haben. Oh, Altmetall. Gewehrmunition, sehr schön. Okay. Wo geht's jetzt hier weiter? Ach so, hier draußen.
Waren wir hier schon drin in den Gebäuden? Nein, ne? Aber es muss noch einer da sein. Ja. Ja, das Spiel hat ab und zu mal ein paar Frame-Einbrüche. Mich stört das aber persönlich nicht. Also ich kann das ehrlich gesagt auch gar nicht nachvollziehen, wenn sich da Leute aufregen hier. Das hat ja bloß 30 FPS und hast du nicht gesehen? Also da greife ich mir auch bloß am Kopf. Hm? Achso, das war das Teil. Warte mal, hier drüben ist da einer. Ah, da kommen wir gerade nicht hin, ne? Ah, kommen wir drüber? Nein, ne? Doch? Nein. Aber hier scheint irgendwo noch einer zu sein. Also, auf der Karte sehen wir zumindest einen. Ah, okay, ja. Oh. Ja. Warte mal, können wir hier rein? Oh. mal gucken. Boah, was man alles bekommt von den Dingern, ne? Ich muss mal kurz auf die Karte schauen, okay. Ich würde gerne mal den Weg nochmal kurz gehen. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass da nichts ist. Und hier schon etwas. So, und hier kommen wir wieder hier raus, okay. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass gerade dieses Projekt jetzt nicht bei ganz so vielen Zuschauern ankommen wird. Also gerade, weil es da langsam ist, also zumindest von meiner Spielweise her. Hä? Ach so, das war darauf bezogen. Hier ist nichts. Da haben die am Anfang so viel Zeug in den Müllcontainern versteckt und jetzt findet man kaum noch was. Alter, das geht mir echt auf den Sack. Ich muss das dann echt deaktivieren.
Also das kann doch nicht sein, das nervt. Warum mir das alle 40 Sekunden sagen muss, ja, ich kann mich nicht mit dem Internet verbinden, ey. Mann, Alter, das nervt richtig. Ich könnte das zwar jetzt schnell deaktivieren, aber da vergesse ich das dann auch bloß rauszuschneiden. Und deswegen mache ich das jetzt auch nicht. Okay, schauen wir erstmal kurz hier rein. Ein Medipack. Ah, Rohgranate. Oder Rohbombe. Na, kommt erstmal. Was? Okay, haben wir 40 Stück. 10 Stück, das reicht voll zu. Die können wir noch nicht herstellen. Ach komm, dann machen wir hier die Mission. Mission, genau. Weil von denen brauchen wir sowieso die meisten. Und da gehen die uns wenigstens nicht so schnell aus. Let's see. Looks like they were keeping an eye on an old university hospital not far from here. They must have moved on to that hospital. All right, I've got everything. What's the status on that factory? Colin? Can you hear me? Colin? Shit. Ich vermute mal, dass wir jetzt in diesen nächsten Bereich müssen, wo ich vorhin schon fast reingegangen wäre. Dietrich, einfach, willst du mich jetzt verarschen? Wo ist Colin? Wenn die uns wenigstens irgendwie eine Fertigkeitsstufe oder sowas nennen könnten, wie bei Fallout. Und nicht hier, weil der versucht es ja nicht einfach mal, das Schloss zu knacken. Ich würde es so einfach mal versuchen, vielleicht klappt es ja. So, schau mal kurz auf die Karte. Wir hatten irgendwie ein neues Ziel bekommen. Oder ist das das jetzt hier? Okay, das ist das. Was uns in diesen nächsten Bereich führt. Müssen wir erstmal schauen, wie wir da wieder hinkommen. Ist hier vielleicht nochmal ein Container? Nein, ne? Also ich meine jetzt einen, den wir aufsprengen können. Aber nein, weil ich denke mal, da hätten die dann auch wieder so ein X. Ah, das hat echt so die Fallout-Atmosphäre. Okay, habe ich das vorhin nicht gesehen oder konnte ich das bloß noch nicht knacken? Ich weiß nicht. So, und jetzt muss man hier... das Gebiet verlassen? Okay. Fabrik. Der Widerstand ist nicht mehr im Lagerhausbezirk stationiert. Ich konnte aber einen Hinweis finden, der mich hoffentlich zu Ihnen führen wird. Jetzt kam ich nur noch nach Golin. Jetzt kann ich nur noch nach Golin sehen und zu unserem Versteck zurückkehren.
Golin ist auf der Suche nach einem seltsamen Kerl in das alte Fabrikgelände gegangen. Okay. Ja, während das lädt, trinke ich mal noch einen Schluck Wasser. Oh. Ja. Das ist so unscheinbar hier mit der beliebige Taste drücken. Colin, where are you? Can you hear me? Textur? Quiet! I'm following that guy. Something's not right about him. Okay, wir können nicht zurückkehren. Also ich wollte bloß mal schauen. Eine Karte ist hier nicht verfügbar. Ah, Verzeihung. Ich denke mal, das scheint jetzt ein kleinerer Bereich zu sein, ha? Also wenn jetzt zumindest hier keine Karte verfügbar ist. Ja, wie immer erstmal umschauen. Was im Spind irgendwo? Nein, ne? Shit, he got away from me. I'm trying to see. What the? No! Colin! Talk to me, Colin! Okay, hier ist nichts. Ja, hier kamen ein paar Schüsse und ich gucke mich erstmal in Ruhe um, ob es da was zum Einsammeln gibt. Der ist ja klein, der Gabelstapler. Ja, sorry, wenn euch das zu langsam ist, aber ich will nichts verpassen, deswegen schaue ich mich nebenbei noch ein bisschen um hier. Okay, Gewehr. Jacob Rivers, marked for termination. Are you all right, Jacob? Jacob! Okay, da wartet ein Terminator. Aber hatten die eigentlich nicht, das Gesicht alle von Schwarzenegger? Also die 800er Serie? Das war doch eigentlich die neueste Version, oder? Oder soll das jetzt, der gewesen sein, die noch eine Gummihaut hatten? Aber sah jetzt nicht unbedingt aus wie so eine Gummihaut, oder?
Ich weiß es nicht. Ja, kurz darauf verlor ich das Bewusstsein. Was bedeutet das? Dass ich zu Terminierung markiert wurde. Und wer war dieser Fremde, der mir geholfen hat? Ich muss Commander Baron so schnell wie möglich finden, damit sie etwas Licht in die Sache bringen. Hours later, they found me lying in front of our hideout. I made it out alive. But not all of us did. Colin's dead, and the stranger I saw is nowhere to be found. I told them about everything. I said that it wasn't safe for them to be with me. But Jennifer suggested that right now, nowhere is safe, so we might as well stick together. Everyone pulled through as we prepared for the worst. But nothing happened. Jacob? Are you awake? How long have you been sitting there? Not that long. I know that you're going to that hospital today, so I went on my first scavenging run. And I found something for you. Thank you. You're welcome. Did you go with your sister? No. As soon as Erin heard that there's a hospital nearby, she asked Jennifer to go look for some medicine. So I went alone. Don't tell her that, okay? She's already at the medical district? Yep. Oh, and Ryan wanted to talk to you. Heat from a plasma rifle cauterized the wound. That's why he's not bleeding. But damage to the skin made the burn prone to infection. That's what we need to worry about. Wow. You're really smart. I learned all that before the war. And thanks to Judgment Day, I didn't even have to pay off my student loan. Ja, Freunde, ich wollte die Aufnahme jetzt erstmal hier beenden. Aber ich muss schon sagen, das ist auch cool, wie viel Liebe die hier reingestellt, gesteckt haben. Also so allgemein halt die ganzen Hintergrundinfos und so, die sie damit eingebaut haben und recherchiert haben, wenn man es so nennen kann halt. Ja, obwohl sie eigentlich ein relativ begrenztes Budget hatten, also die Entwickler, soweit ich das weiß, ja. Ich denke mal, das wird jetzt alles wieder ein bisschen größer und weitläufiger sein und wir haben jetzt, ja, 21.41 Uhr und ich will jetzt kein neues großes Level oder einen neuen großen Bereich jetzt anfangen und ja, wegen 20 Minuten. Ja. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es relativ langsam alles war und viel erkundet wurde und viel eingesammelt wurde. Ja, aber gerade bei so einem Spiel liebe ich das halt so zu erkunden und so. Und ja, da will ich nicht durchs Level rennen. Das ist sowieso nicht so ganz meine Spielweise, sag ich mal so. Ja. Ja, okay, Freunde, da sag ich mal ciao. Vielleicht sieht man sich dann auch beim nächsten Mal.